Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um diese Waltham Pierce Barklett gehen. Informationen über Alter, also Baudatum und Menge der Produktion werde ich unten in der Videobeschreibung einmal verlinken. Das kann man über die Seriennummer alles googeln. Es gibt eine Seite namens Pocket Watch Database, wo man die amerikanischen Taschenuhren über die Seriennummer googeln kann und Informationen über den Hersteller sowie auch über die Stückzahl und den Wert kriegen kann. Das hier ist in diesem Fall eine Schlüsseltaschenuhr. Wir haben Schlüsselaufzug anstatt einen Kronenaufzug. Und wir haben ebenfalls die Version, dass wir über den Schlüssel, also oben vorne auf der Zeigerwelle, einen Vierkant haben. Und ja, dieses Glas geht immer raus. Das ist ein Grund mehr, warum sie hier ist. Wo wir einen Schlüssel drauf aufsetzen können und dann die Zeiger verstellen. Genau. Die Uhr läuft. Das kann ich auch gerne einmal zeigen. Aber sie ist dreckig. Und ich will sie nicht laufen lassen. Also es ist meine private und persönliche. Im dreckigen Zustand laufen lassen. Weil ich keine Abnutzung haben möchte in dem Sinne. Genau. Und deshalb nehmen wir die jetzt gleich einmal gemeinsam auseinander. Und ich zeige euch den Aufbau von den amerikanischen Taschenuhren, also von den 18S, den etwas älteren, mit der aufgesetzten Unruhe. Ich glaube, das nennt man oder wird benannt Dreiviertelplatine, also dass Dreiviertel bedeckt ist von der Uhr. Genau, die hatten nämlich so ein paar Besonderheiten in Aufbau und Bauart insgesamt, auf die ich gerne eingehen möchte. Genau. Als allererstes müssen wir das Uhrwerk aus dem Gehäuse rausnehmen. Dafür haben wir in diesem Fall hier eine Gehäuseschraube, die wir lösen. So, klunk. Und dann können wir auch schon das Uhrwerk rausnehmen. Und das Gehäuse packen wir zur Seite. Gut. Als nächste Maßnahme lassen wir die Feder ab. Ich schaue gerade. Nein, bei diesem Modell lassen wir nicht als erstes die Feder ab, sondern wir nehmen als allererstes mal die Zeiger ab. Ich persönlich bevorzuge es dafür, die Zeiger übereinander zu stellen. So. Dann habe ich mir einfach ein Stück festeres Papier genommen, V eingeschnitten, dass ich aufs Ziffernblatt drauflegen kann. So. Wo ich dann mit zwei Zeigerabhebern unter die Zeiger greifen kann und die gemeinsam einmal abheben. Die legen wir auch schon mal zur Seite. Sekundenzeiger ab. So. Genau. Und jetzt haben wir nicht wie bei den meisten europäischen Uhren zwei Setzschrauben mit zwei Füßchen, die sozusagen greifen, sondern wir haben bei dieser relativ frühen Uhr kleine Messingstifte, die das Ziffernblatt mit einer Verstiftung auf dem Uhrwerk hält. Es gibt die auch noch mit einer Verschraubung. Das ist dann die etwas spätere Version. Einer der Stifte fehlt übrigens, deshalb habe ich jetzt nur zwei rausgenommen.
Aber in diesem Fall sind es halt wirklich noch Stifte. So, jetzt haben wir das Ziffernblatt abgenommen. Wir sehen hier auch schön, das ist ein zweiteiliges Ziffernblatt. Das bedeutet, diese ja, tiefer liegende Sekundenscheibe ist von hinten in das Ziffernblatt eingesetzt. Das ist also separat gemacht, deshalb haben wir hier auch eine scharf umrissene Kante, die einmal rundherum geht. Es gibt die auch noch in dreiteilig. Sind aber dann die unterschiedlichen Ziffernblätter. Gut, als erste Maßnahme, weil ich sie ja aufgezogen hatte, oder sowieso immer als erste Maßnahme, lassen wir die Federspanne ab, bevor wir irgendwas weitermachen. Dafür nehmen wir uns einmal den Schlüssel, stecken den auf und dann gehen wir hierher und drücken den Spannmechanismus nach oben und lassen vorsichtig mit den Schlüsselumdrehungen die Feder ab. So, Feder ist abgelassen. Hier haben wir den Scheuerring von unterm Ziffernblatt auf dem Stundenrad. Zwischenrad. Gut. Als nächstes nehmen wir die Unruhe ab. In diesem Fall ist das eine zweiteilige Unruhe. Das bedeutet, wir haben keine Verbindung von der Unruhe-Haarfeder zu der eigentlichen Unruhebrücke, sondern die Unruhe-Haarfeder ist mit diesem kleinen Steg auf der Platine fixiert und die Unruhebrücke ist an sich normal auf der Platine verschraubt und greift dann einfach nur in oben die Unruhewelle auf mit ihrem Lagerstein und Deckstein. So, Schraube 1. Unruhebrücke. Schraube 2. Ne. War noch nicht. Doch, doch, du bist lose. Komm raus, komm raus. Okay. Manchmal muss man die so ein bisschen überreden, weil die ein bisschen stramm im Loch drin sitzen. So, und jetzt ziehen wir ganz vorsichtig erst einmal die Fixierung ab. Wirklich vorsichtig, weil wenn wir das jetzt hier irgendwie ruckartig machen, dann können wir uns die Haarfeder beschädigen. So. Jetzt greifen wir nach Möglichkeit Unruhreif und Unruhe-Haarfedernfixierung gemeinsam und setzen die beiseite. Gut, das ist aus dem Weg. Dann können wir jetzt sozusagen das Uhrwerk weiter zerlegen. Als nächste Maßnahme würde ich die halbierte Schraube rausnehmen hier, die zum Werksfixieren da ist oder Gehäuse, Werk im Gehäuse fixieren. Gut. Weil die vergisst man manchmal und dann hängt die eine Platine noch aneinander fest. Als nächstes nehmen wir die beiden Schrauben der Federhausbrücke raus. So. Nehmen unsere Deckplatine ab. Legen die beiseite. Und können nun das Federhaus entnehmen. So, das Federhaus werden wir in diesem Fall auch aufmachen und reinigen von innen, vor allen Dingen auch wegen der Feder, weil die Amerikaner haben eine etwas besondere oder häufig besondere Federn drin. Und zwar
sind das bei dieser Uhr, in diesem Fall, T-Enden-Federn. Nicht so wie bei uns hier, Schweiz und Deutschland oder insgesamt europäischer Raum, welche mit Lasche oder mit Öse, sondern die haben tatsächlich welche, wo habe ich den Schlüssel, da habe ich den Schlüssel, mit einem T-Ende, was es sehr schwer macht, diese Federn hier irgendwie in Europa auszutauschen. Meistens muss man nämlich dann Originalfedern kaufen, aus den USA, was eine Menge Geld und Zeit kostet. So. Achso. Ja, beinahe vergessen. Das Wichtige, bevor man die Feder jetzt einfach rausrupft, wie ich gerade machen wollte, ist, dass wir das Ende der Feder, was hier unten rausguckt, einmal mit der Pinzette oder einem Schraubenzieher oder was auch immer passt, durchdrücken, dass die Feder rauskommt sozusagen. Das T-Ende. Weil wenn wir das wirklich hier in dem Messinggrund drin lassen und dann die Feder rausziehen, dann kann es sein, dass das Öhrchen abreißt von dem T. Und das wäre ein Ziel, weil dann die Kraftübertragung von der Feder auf das Federhaus nicht mehr möglich ist. So, jetzt. Das ist eine ziemlich stabile, große, harte Feder. So, genau. Und da sieht man jetzt auch sehr schön das T-Ende. Mit dem wir wirklich ins Federhaus reingreifen. In diesem Fall haben wir Glück, die Feder sieht noch sehr, sehr gut aus. Die ist jetzt nicht irgendwie extrem klein gekringelt oder hat komische Abriebreste überall oder so, sondern die ist eine sehr, sehr schöne, saubere. Und auch so von dem Zustand innen drin geht die Uhr eigentlich auch. Also ich habe es schon schlimmer gesehen, wo das ganze Federhaus innen drin schwarz war und als man die Feder rausgeholt hat, die Finger komplett schwarz waren, mit Abrieb von den Federn. Also die hätte auch so bleiben können von den Innereien her. Aber einmal um euch das zu zeigen und einmal um mir quasi diese Uhr richtig herzurichten, nehme ich trotzdem alles raus und mache einmal alles sauber. Genau, dann lösen wir die restlichen zwei Schrauben. So. Ein paar Pinzette. Und können nun die Hauptplatine abheben. Und dann fallen uns gleich ganz viele Sachen entgegen. Genau. Und die Besonderheit ist halt, dass die Unruhe auch mit einer kleinen Zusatzbrücke unter der Platine fixiert ist und nicht runtergeht auf die untere Platine komplett. Dann haben wir hier den Anker. Sieht auch ein bisschen anders aus als in den meisten europäischen. Das Ankerrad. Zwischenrad. Sekundenrad auf der unteren Seite. Die Welle geht länger runter sozusagen, da hängt der Sekundenzeiger dann dran. Und das hier ist jetzt das Minutenrad. Dafür müssen wir einmal von dieser Seite das kleine Zahnrad abziehen. Dafür benutzen wir auch wieder unsere Zeigerabzieher. Oder Abheber und gehen auch einmal links und rechts darunter. Klack, plonk. Wir haben das dann auch raus und haben dann auch das mittlere Zahnrad entfernt. So, das letzte, was jetzt noch übrig bleibt, sind die drei Schrauben für den Aufzugsmechanismus. Die nehmen wir einmal raus. Beziehungsweise nehmen wir sie nacheinander raus.
Achso, dazu muss ich auch sagen, dass ich dieses Uhrwerk schon mal getragen habe, also in der Uhr selber. Und mir gefiel nicht so ganz, wie sie lief. Deshalb mache ich diese Arbeit hauptsächlich. Ansonsten hätte ich sie so erstmal gelassen. Sie lief halt etwas langsam. Und daraufhin habe ich die Unruhe ein bisschen eingestellt. Und dann lief sie in einem Tag ganz gut in Ordnung und am nächsten Tag wieder ein bisschen langsam. Daher jetzt sozusagen das Grundlegende zerlegen und reinigen. Man kann hier so Reste von Öl oder Fett, wie auch immer, erkennen. Also die wurde vor nicht allzu langer Zeit mal gereinigt. Also zumindest vor nicht allzu langer Zeit im Sinne von Laufzeit gereinigt. Bei dieser Uhr haben wir jetzt die Besonderheit, dass wir noch die Lager sozusagen als extra Platine aufgeschraubt haben. Wir können sie jetzt rein theoretisch drin lassen. Wir können sie auch rausnehmen. Ich werde sie in diesem Fall rausnehmen, weil ich das Ganze in einem Ultraschallreinigungsbad reinigen werde. Mit Spezialreinigungsflüssigkeit. Also bitte macht das niemals irgendwie mit Spüli oder irgendeinem normalen Reiniger oder so, sondern wirklich immer mit Spezialreiniger. Weil ihr macht euch sonst echt die Platinen und die Uhren kaputt. Aber man sieht halt doch ganz gut, dass da unten drunter immer sich Dreck ablagert. Und den wollen wir natürlich auch einmal mit rausnehmen, dass er weg ist und nicht irgendwie sich dann doch irgendwann mal löst und ins Uhrwerk reingerät. Das wäre nämlich nicht so schön. So, im Endeffekt haben wir jetzt hier die vollständig zerlegte Taschenuhr vor uns liegen. Die eingeschraubten Lagersteine werde ich drin lassen. Aus einem ganz bestimmten Grund, weil wenn ich die rausschraube und wieder reinsetze, laufe ich Gefahr, dass ich die Position nicht genau treffe oder dass sie unterschiedlich hoch sitzen plötzlich oder dass ich doch die Steine beschädige dabei und ähnliches. Und das möchte ich nicht, deshalb bleibt das ganz genau so, wie es ist. Genau, was vielleicht interessant ist, was man sehen kann, ist, dass wir hier einen synthetischen Rubin drin haben, genauso wie unten als Decklager. Ja gut, ist jetzt auf dem Video vielleicht nicht ganz so gut zu sehen. Das bedeutet, die beiden Steine wurden mal ausgetauscht im Vergleich zu allen anderen. Das sind natürliche Rubine. Sieht man ganz gut an der Färbung. Man würde niemals so einen dunklen Rubin in der Größe umschleifen zu einem Lager, wenn man halt nicht so gut hat. Das wäre sonst eigentlich zu teuer in Anführungsstrichen. Deshalb, das sind synthetische Rubine von der Farbe her und die wurden also schon mal ausgetauscht. Irgendjemand war da schon mal dran. Genau. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt gleich wiedersehen, wenn ich die ganze Uhr einmal gereinigt habe und wir die wieder zusammensetzen und richtig ölen.